Wir wecken jetzt diese Wednesday Hand zum Leben. Dazu müssen wir erstmal ein Flippy-Beispiel und jetzt hier alle Schatten nachfahren. Wir müssen ja mal schauen, hier bei dem Finger hieß es ein bisschen Schatten. Das heißt, sie machen das hier ja auch. Und dazu verwenden nämlich ganz, ganz gerne ein paar Schäbchen. Jetzt haben wir es nochmal nur noch viel, viel stärker draufdrücken bei den dunklen Stellen, weil wenn wir es verblenden, werden die dunklen Stellen halt heller. Jetzt nehmt ihr euch einen Spitznadel. Macht euch so ein paar hellen Stellen weg oder da halt, wo zu viel Kaffee da ist. Vor allem haben wir jetzt damit die Falten hier. Ich tue gerade echt, als würde ich wissen, was ich tue, aber ich weiß nicht, was ich tue, weil ich nicht weiß, was. Und falls das Video hier vorher gepostet, ich habe es in meinen Insta-Story gepostet. Und dann bleibt schon mal jetzt nochmal die Falten nach. Jetzt nur noch diese Nadeln hier machen. Oh, das war mal, das hier ist halt das, was diese Hand halt so zu anwendet. Naja, und was mit meiner Stimme ist, das ist ein TikTok-Filter, also falls ihr es nicht wusste. Und mit dem Puder, was man an eurem Buttstiefchen getan ist, machen wir jetzt die einfach hier so ein bisschen nach hinten ziehen, da auch zu schocken. Und jetzt für den bestmöglichen Effekt, stellen wir das Papier ab, aber tun das hier so umgehen und schwimmen hier weiter. Und es ist das fertige Ergebnis, wie findet ihr es voll gerne für mehr Tutorial?